Hi, ich habe mal wieder einen Pocket Letter erhalten, den ich euch zeigen möchte, und zwar von der lieben Petra. Ich tausche meistens meine Pocket Letter über die Tauschgruppe bei Facebook und ja, da habe ich auch mit der lieben Petra getauscht und das ist der Pocket Letter. Und zwar ist das ein in Querformat sozusagen, habe ich auch noch nicht. Der sieht so aus, das ist auch so Vintage und gefällt mir auch sehr gut. Ich denke, das kann man alles im Überblick hier gut erkennen. Also sehr niedlich gemacht. Ganz niedlich ist auch das hier. Mit so einer Art kleinen Briefumschlag und dann noch was reingesteckt. Sehr niedlich. Und hier auch, hier haben wir auch so ein Täschchen. Da hat sie dann dieses kleine Bild reingesteckt. Ist auch eine sehr gute Idee, wie ich finde. Das ist auch ganz niedlich hier mit dem süßen Tag. Ja, schöne Idee, mal was anderes. Und quer habe ich auch noch gar nicht. Die Seite hat sie auch ganz niedlich dekoriert hier mit einem Washi-Tape und hier mit diesem schönen Handmade Sticker, sage ich jetzt einfach mal. Das ist so ein Holzteil. Sehr, sehr süß. Und wir drehen natürlich das Ganze auch mal eben um. Und ich denke, das kann man auch ganz gut erkennen. Da haben wir hier solche süßen Teilchen. Ich weiß gar nicht genau, was das ist, aber es gefällt mir ganz gut. Hier ist, ich weiß nicht, ob das der Brief ist oder so. Das hebe ich, hole ich mal eben raus. Ja, ich reiße das mal kaputt. Da ist, glaube ich, was drin. So. Ach Gottchen, ja, so kleine Teilchen. Oh, das ist aber sehr klein. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Ach Gott, das ist ja auch niedlich. Winzig kleine Herzchen, wie man sieht. Die sind echt mega klein. Da ist das schon gut, ganz gut, dass die hier in diesem Tütchen sind. Da lasse ich die auch mal drin. Ja, dann haben wir hier so ein Tag. Die kenne ich, die hatte ich jetzt kürzlich bei Teddy gesehen. Die finde ich sehr schön. Das sind Holztags. Also aus Holz. Da hat sie alles Liebe drauf geschrieben. Ein Brief ist gar nicht bei, aber sie hat ja hier was drauf geschrieben. Finde ich süß, reicht auch. Hier haben wir die süßen Herzen, die gefallen mir total gut. Die sind echt hübsch in Blau und in Rot. Das spiegelt immer so ein bisschen mit der Folie, aber das kennt ihr ja. Dann haben wir hier einen Paperclip mit der Kamera. Hier habe ich Washi-Samples. Auch sehr hübsch. Und ich glaube, sind das Stanzteile? Das weiß ich jetzt gar nicht. Da ist hier noch ein Brief bei. Ach, ich habe doch noch einen kleinen Brief. Ja, okay. Den habe ich für mich gelesen eben. Und das sind so. Ah ja, genau. Sind das nicht diese? Ja, das ist nicht gestanzt, das ist. Ich weiß gar nicht, ausgeschnitten oder sind das solche? Ich komme jetzt nicht drauf. Aber ich habe auch so ein, oh, wie heißen die? Das ist, glaube ich, aus so einem Block. Da sind solche Stanzteile drin, die man dann einfach nur rausnehmen muss. Finde ich sehr süß. Der Schuh hier, der ist ja echt geil. Schön Vintage. Ja, und hier haben wir dann auch nochmal Samples von Stoffbändern. Dann haben wir ein paar Paperclips dabei. Und hier haben wir Tee, spanische Orange. Ja, das waren die Goodies. Sehr schön. Hier haben wir euren Paperclip. Der Pocket Letter ist wunderschön. Und ja, liebe Petra, falls du das Video siehst, habe ich Petra gesagt, war Petra jetzt richtig? Nicht, dass ich was Falsches sage. Oh Mann, ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Aber ich glaube, Petra war richtig, oder? Ich muss eben echt nochmal gucken. Nicht, dass ich mich zum Horst mache. Nee, Petra war natürlich richtig. Also, an dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön. Der ist wirklich süß und Bilder poste ich natürlich auch noch in der Gruppe. Und ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Tschüss!